Yo, Freunde, was geht ab? Schaut euch das mal an. Zerberstus war gestern Abend wieder fleißig und hat den Limitless repariert. Falls ihr den letzten Crash verpasst habt, ich blende ihn euch hier nochmal kurz ein. So viel war zum Glück gar nicht kaputt gegangen und wir mussten auch keine neuen Teile bestellen, denn wir haben hier einfach Teile vom Infraction genommen und in den Limitless eingebaut. Den Infraction, den wollten wir sowieso auseinanderbauen, also der Motor und der Regler, der soll dann in ein anderes Fahrzeug reinkommen, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Machen wir hier mal ein Karo drauf. Sieht doch aus wie neu, oder was meint ihr? Eine traurige Nachricht habe ich dennoch zu verkünden, und zwar wird es heute wahrscheinlich das allerletzte Mal sein, dass wir mit dem Limitless fahren. Danach wird er dann in Rente gehen. Wir brauchen nämlich vom Limitless. Hey, yo. Wir brauchen nämlich vom Limitless hier einmal den Motor und den Regler. Und das Ganze wollen wir dann in Zukunft erstmal in den Hobau einbauen. Letztes Mal sind wir ja mit dem Limitless 242 km/h schnell gefahren. Das war unser neuer persönlicher Rekord. Also schneller waren wir noch nie unterwegs mit dem RC-Auto. Heute möchten wir das beim letzten Versuch noch einmal knacken. Ob das klacken wird, echt. Ob das klacken wird, ja, ist klar. Ob das klappen wird, echt keine Ahnung. Letztes Mal ging ja schon was schief. Aber damit die Chancen heute gut stehen, habe ich mir ein bisschen Verstärkung ins Team geholt. Es ist euch bestimmt bereits aufgefallen, dass ich hier nicht alleine bin. Und zwar ist Mini Paluten da. Und er wird halt prüfen, ob alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und. Also ich bin heute ganz guter Dinge, dass wir bei der letzten Fahrt heute nochmal einen neuen Rekord aufstellen. Außerdem will ich heute nochmal hier den Traxxas XO1 mitnehmen. Schaut euch mal an, wie verstaubt der ist. Der muss auf jeden Fall mal gefahren werden. Damals, als ich noch kein GPS-Messgerät hatte, hatte ich mit der Traxxas-App 172 km/h drauf. Die misst aber nicht so genau. Als wir dann das Gerät hatten, haben wir nicht mal 160 geschafft. Aber 160 soll er ja ab Werk fahren und vielleicht können wir die heute knacken. Problem hier ist halt auch, dass wir die Räder schon mal geklebt haben. Die sind ja kaputt gegangen bei einem Crash. Also die machen auch nicht mehr lange mit. Das könnte brenzlig werden. Gut, Freunde, genug gequatscht. Wir stellen die Akkus aufladen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert jetzt kostenlos und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Speed-Rekorde zu verpassen. Wenn die Akkus voll sind, sehen wir uns dann auf unserer Rennstrecke. Schaut euch das an, Freunde. Die Sonne scheint. Keine Menschenseele. So muss das sein. Und Zerberstus, bist du aufgeregt? Ja. Ich hoffe, die letzte Fahrt wird gut gehen und es wird kein böses Unglück geschehen. Das hoffe ich doch auch. Aber wir fangen ja eh erstmal mit dem XO1 an. Übrigens haben wir hier noch das Ritzel gewechselt. Jetzt ist ein 37er drin und vorher war es nur ein 34er. Das bedeutet, 160 sollten wir locker schaffen, auch wenn die Reifen hier ein bisschen kaputt sind. Ich denke, das wird klappen. Also machen wir die Akkus rein und dadurch, dass die halt so dick sind, müssen wir die mit Panzertape festmachen und dann geht's auch schon los. Erster Speedrun. Dann vom nächsten Mal fahren, die erstmal alle rausholen, oder? Ja. Schaut euch das an, Freunde. Akkus sind rausgeflogen, obwohl wir die befestigt haben. War wohl nicht gut genug. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass bei der ersten Fahrt sowas passiert. Ansonsten, boah, der sieht richtig schlimm aus. Also den hat es schon ordentlich erwischt.
Ja, innen drin gucken wir gleich mal. Gucken wir erstmal, wie schnell das war. Dann müssen wir die Kamera suchen. Die ist nämlich weggeflogen, ey. Aber der ist ganz schön lange auf dem Dach geslidet. Und ansonsten mit dem Pfosten, ja, das zweite Mal war es irgendwie schon voll normal. Oh je, Freunde, wir haben gerade ein bisschen gesucht. GPS fehlt auch, ist auch rausgeflogen. Ob wir das finden werden? Boah, Metalldetektor muss ich mal nichts mehr mitnehmen. Ansonsten hier, schaut euch das an. Hat's komplett zerrissen. Alter. Naja, passiert halt mal, ne? Der ist halt nicht so gut geeignet für krasse Geschwindigkeiten. Aber wir suchen jetzt erstmal. Wir müssen das finden. Ah, geil. GPS liegt da. Also ist fast genau daneben. Jetzt fehlt nur noch die GoPro. Also da ist das Fahrzeug und die GoPro liegt direkt hier. Das ist geil. Die GoPro, die sieht auch noch ziemlich gut aus. Oh Mann, das ist nur passiert, weil ich vergessen habe, Mini-Paluten mitzunehmen. Denn wenn ich nicht vergessen hätte, dann hätte er ja aufgepasst. Es waren nur 138. Ach komm, was ist das denn? Ja, ich glaube, das war's mit dem XR1 für ein und alle Mal. Der ist halt nicht so gut für so hohe Geschwindigkeiten geeignet. Das waren jetzt auch gerade mal nur 138 km/h und da hat er hier schon so einen heftigen Crash hingelegt. Nee, das geht so nicht. Jetzt geht's weiter mit dem Limitless. Als erstes fahren wir den auf 6S. Cerberus muss gucken, dass alles richtig gut eingestellt ist, dass er gerade ausläuft, so ein bisschen warm fahren, Gefühl dafür bekommen. Und dann will ich einen neuen Rekord heute sehen. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Bleibt spannend, Freunde. Cerberus möchte die alten Räder abmachen und dafür neue drauf machen, damit ja nichts schief geht. Das sind die alten vom Crash, die sind ein bisschen mitgenommen. Deswegen tauschen wir die jetzt, bevor wir richtig Gas geben. Neue Reifen sind drauf. Jetzt will ich euch nicht länger auf Spannung halten oder wie man das auch immer nennt. Fahren wir los, aber erstmal 6S und danach volle Bulle. Und er kommt. Hey, Kamera fokussiert nicht. Aber auf jeden Fall laut. Und er lebt noch, juhu. Cerberus meinte gerade, sein Herz pumpt. Also irgendwie hat er heute richtig weiche Knie. Es war noch kein Vollgas, aber es waren immerhin schon 151 km/h. Okay. Irgendwas blockiert übelst. Schaut euch das mal an, Freunde. Der Motor, der ist einfach offen da. Deswegen blockiert das. Alter. Ist halt noch vom letzten Crash. Haben wir übersehen. Wir schrauben den wieder zusammen und hoffen, dass der nicht kaputt gegangen ist, ne? Also, es scheint alles in Ordnung zu sein. Ob jetzt was innen drin kaputt ist, können wir natürlich nicht feststellen. Wir machen jetzt 8S rein und dann auf jeden Fall gib ihm. Jetzt geht's richtig ab, Freunde. Jetzt geht's richtig ab. Es war knapp. War das knapp? Ja, ich denke, das war echt knapp. Cerberus meinte gerade, war kein Vollgas. Das ist aber schade, denn wenn du Vollgas gefahren hättest, dann hättest du es jetzt schon hinter dich gebracht. 211. 211, das bedeutet, wir müssen noch einmal fahren. Damit bin ich nicht zufrieden. Wir kühlen den Motor kurz ab, machen ein kleines Päuschen und dann geht's ab. Motor ist abgekühlt. Jetzt kommt der zweite Speedrun. Er kommt. Er kommt angeschossen.
Alles gut. 272 nur. Ah, der will nicht gerade fahren. Das waren jetzt. Und wie schnell war das? Ah, 197, schade. Der fährt nicht so optimal geradeaus, ein bisschen links-rechts schwenkert der. Cerberus ist auch wirklich sehr aufgeregt, vielleicht hat er auch ein Trauma vom letzten Crash. Aber einmal versuchen wir es noch, wir lassen den Motor jetzt abkühlen und das wird dann wirklich das letzte Mal sein, egal wie schnell bzw. langsam das sein wird. Und dann war es das mit dem Limitless, auch wenn wir jetzt die 242 nicht knacken, 242 ist total krass mit so einem kleinen Ding. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, dritter Speedrun und letzter Speedrun, wahrscheinlich der allerletzte Speedrun mit dem Limitless. Let's go! Es geht los. Jetzt oder nie wieder. Ich glaube, das war der beste Run bisher. Gucken wir aufs Tacho und das waren 210. Ein bisschen noch, ja. Komm, einen machen wir noch, ey. Wir können es einfach nicht lassen. Oh. Das ist kacke, wenn er nicht gerade läuft. Ja. Dann brauchst du nicht machen. Also, das war wirklich der letzte. Ansonsten, ey, der hat sich gar nicht mehr aufgehört zu überschlagen. Hier ist die Straße. Hier ist er abgeflogen. Da liegt das erste Teil, die Lippe. Und ansonsten ist der, glaube ich, hier irgendwo in die Bäume rein. Gucken wir mal. Ah, da ist er ja. Also, ist schon ein Stückchen geflogen hier. Also, ihr habt es ja gesehen, der hat sich überschlagen ohne Ende. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell das war. 220, bester Run für heute. Ansonsten, auf den ersten Blick, sieht er eigentlich ganz gut aus. Und unter der Karo sieht es auch noch gut aus. Also er hat es überstanden, würde ich mal sagen. Und das ist jetzt wirklich ein ganz guter Abschluss. Das war das letzte Mal Limitless. Leider die 242 nicht mehr geknackt. Aber naja, dafür werden wir einen neuen Rekord mit einem anderen Auto in Zukunft aufstellen. Also das war's. Hier kann ich noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.